Heute geht es um meine Top 5 Attraktionen im Disneyland Paris. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um meine Top 5 Attraktionen im Disneyland Paris. Ich habe ja schon ein Video hochgeladen mit den Top 5 Restaurants im Disneyland Paris. Und ich habe mir gedacht, lass uns die Reihe weiterführen. Und heute geht es um meine Lieblingsattraktionen. Aber schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Top 5 Videos haben wollt. Keine Ahnung, Top 5 Freizeitparks, Top 5 Toiletten im Disneyland Paris, keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee schreibt, schreibt einfach unten in die Kommentare. Und da versuche ich das natürlich dann umzusetzen. Und auch wie im ersten Top 5 Restaurant Video möchte ich natürlich auch eure Meinung wissen. Also schreibt mir unten in die Kommentare eure Top 5 Attraktionen aus dem Disneyland Paris. Es ist ja wieder, wie gesagt, alles Ansichtssache. Ich berichte heute über meine Top 5. Erzähle euch ein bisschen was zu den Attraktionen, Mindestgröße, was erwartet euch. Und zeige euch auch ein bisschen Inhalt, wenn ich was auf meiner Festplatte von den Attraktionen finde. Aber ich denke, ich finde was zu jeder Attraktion. Und dann zeige ich euch so ein bisschen immer ein paar Einblicke, damit ihr auch so ein besseres Bild bekommt, wenn ihr das erste Mal ins Disneyland Paris fahrt. Wir bekommen ja auch ständig die Frage, welche ist eure Lieblingsattraktion? Und ja, die musste ich mir schweren Herzens heute beantworten, weil mir fällt es sowas immer schwer, sagen, das ist meine Nummer 1. Aber ich habe sie benannt und werde sie euch in diesem Video erzählen. Also fangen wir an mit Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 ist für mich der Hyperspace Mountain. Der Hyperspace Mountain steht erstmal im Discoveryland, im Disneyland Park und ist eine Achterbahn. Mindestgröße ist hier 1,20 Meter und ab 9 Jahren wird diese Bahn empfohlen sozusagen. Also Mindestgröße 1,20 Meter oder ab 9 Jahren. Ansonsten, was erwartet euch? Der Hyperspace Mountain hat die Star Wars Thematisierung. Ich weiß jetzt nicht seit wann und ich kann jetzt auch nicht hier auf technische Daten oder ich gehe hier nicht auf technische Daten ein. Keine Ahnung, von welcher Marke, von welcher Firma diese Achterbahn ist oder diese Bahn. Da bin ich überhaupt nicht drin. Ich hätte es jetzt recherchieren können, aber die Sachen, muss ich sagen, interessieren mich nicht so wenig. Es gibt nicht so viel. Es gibt natürlich Leute, die wissen, welche Achterbahn von wem gebaut wurde und die das auch wirklich fühlen und wissen möchten. Dazu zähle ich nicht. Deswegen gibt es so einfach nur so meine Meinung zu den Bahnen. Genau, ihr geht im Wartebereich, erwarten euch viele verschiedene Star Wars Elemente und ja, Star Wars Raumschiffe. Genau, also galaktische Raumschiffe erwarten euch da. Die Musik von Star Wars läuft. Und genau, wenn ihr dann durch die Warteschlange durch seid, habt ihr es wird meistens in zwei Bahnen beladen, einmal rechts und einmal links. Und wie gesagt, es ist eine Achterbahn. Ihr müsst die Tasche mitnehmen, also auf allen Attraktionen ein bisschen in Paris, das habe ich auch schon mal erzählt, müsst ihr die Taschen mitnehmen, außer beim RC Racer. Das ist im Walt Disney Studios, das ist dieses Schaukelauto von Toy Story. Da müsst ihr die Taschen nicht mitnehmen. Ansonsten, egal mit Looping oder nicht Looping, die Tasche muss zwischen die Beine. Also hier auch beim Hyperspace Mountain. Man sitzt relativ tief, also erstmal in diese Bahn reinzukommen, ist schon ein bisschen schwierig. Und es gibt Bügel, die über den Kopf kommen. Und da ein Tipp an alle Frauen mit langen Haaren, bindet euch die Haare zusammen. Weil beim Bügel runtermachen ist auch nicht so, aber wenn der Bügel hochgeht nach der Achterbahn, sind die Haare überall. Und bei mir ist es schon leider oft passiert, dass die Haare in dem Bügel hängen geblieben sind und ich mir das ein oder andere Haar rausgerissen habe. Also wenn ihr habt ein Haargummi mitnehmen, Haare zusammenbinden, dann passiert euch das auch nicht. Ansonsten, meine Mama ist damit auch schon gefahren, als wir mal ein bisschen waren. Und sie hatte tatsächlich ein bisschen Probleme beim Aussteigen, weil sie ein bisschen Knieprobleme hat. Aber da wird auf jeden Fall darauf geachtet, dass jeder sicher aus der Bahn kommt und wird euch auch geholfen, falls das ein bisschen schwieriger für euch ist. Genau, ansonsten geht es dann los mit der Fahrt und ihr fahrt einmal um die Kurve, dann wird auch erstmal ein Foto gemacht und dann geht's los. Dann steht ihr sozusagen auf dieser, ich weiß gar nicht, ob es ein Katapult ist, aber ihr steht dann vorne den Berg hoch und wartet auf den Startschuss, um ins Weltall geschossen zu werden. Und dann geht's los. Man sieht diese
diesen Abwurf, Abschuss auch von außen aus dem Park. Und dann geht's rein in das Gebäude und da fliegt ihr sozusagen durch den Weltall mit der Achterbahn. Ihr habt verschiedene Raumschiffe, kämpfende Raumschiffe miteinander. Es ist meistens dunkel und es ist eine Schleife dabei und das ist tatsächlich die einzige Schleife vom Hyperspace Mountain, Space Mountain, wie auch immer er in den anderen Parks, Disney Parks heißt. Unser in Bisschen Paris hat, ist der einzige, der eine Schleife hat. Die anderen sind alle ein bisschen harmloser. Ich habe ja den schon in Walt Disney World schon mitgemacht und der ist auch sehr ruppig, ist eher so eine Bobbahn, also man sitzt hintereinander. Und genau, und dann fahrt ihr durch den Weltraum und dann relativ schnell wieder vorbei. Also mir macht die Bahn sehr, sehr viel Spaß. Ich mag auch das Star Wars Thema, da ist auch gespaltene Meinung, zum Beispiel Daniel mag das überhaupt nicht. Er mochte den ursprünglichen Space Mountain, den habe ich leider nie kennengelernt, weil ich erst relativ spät mit Disneyland Paris angefangen habe. Also da kann ich, dazu kann ich dann nichts sagen. Also Platz 5 ist für mich der Hyperspace Mountain im Discoveryland. Kommen wir zu Platz Nummer 4 und tja, da wird Daniel bestimmt enttäuscht sein, dass es bei mir nur Platz 4 hat und zwar ist es Phantom Manor. Phantom Manor steht im im Frontierland im Disneyland Paris und ja, ist dieses Haus, was, wenn ihr im Frontierland reinkommt, links geht, das Haus ganz am Ende. Ich zeige euch auch mal, wie gesagt, ein Bild und auch ein paar Impressionen von der Attraktion selbst. Die Geschichte vom Phantom Manor kann euch am besten der Daniel erzählen. Da verlinke ich euch gerne sein Video bei dem i. Er hat mal die ganze Geschichte von Phantom Manor und Frontierland in einem Video zusammengefasst. Also schaut da gerne mal bei ihm vorbei. Wenn es euch interessiert, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und wie Disneyland da die Thematisierung komplett von A bis Z durchdacht hat, ist wirklich atemberaubend. Und ja, Phantom Manor gehört dazu. Das ist sozusagen das Haus der Familie Ravenswood. Und ja, das Phantom, deswegen heißt es Phantom, Phantom Manor, ist immer noch da und schaut auf seine Tochter, Melanie Ravenswood, weil das Phantom ist der Vater von ihr. Und der ist gestorben mit seiner Frau an einem Erdbeben und seine Tochter wollte immer heiraten und das hat aber nie funktioniert, weil die Ehemänner immer ganz plötzlich verstorben sind kurz vor der Hochzeit. Auf mysteriöse Art und Weise. Und diese Art und Weise seht ihr zum Beispiel, wenn ihr durch die Attraktion geht, im ersten Raum seid ihr im Prinzip, ich würde sagen, in der Lobby des Phantom Manor. Und dann seht ihr schon ein Bild von dem Phantom und Melanie. Und dann wird das so ein bisschen das Licht geändert und dann sieht das Bild ein bisschen anders aus. Ich spoilere jetzt nicht zu viel. Und dann im nächsten Raum, dann ist das ist der Stretching Room. Und da ist so eine Art Aufzug und da seht ihr vier verschiedene Gemälde von Männern. Und sobald sich der Stretching Room bewegt, seht ihr, an was die Männer gestorben sind. Ich glaube, einer ist am Bärenangriff gestorben. Ich glaube, der andere wurde irgendwie mit einer Säge oder so. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht alle auswendig. Aber das seht ihr in diesem Stretching Room, wie diese Männer umgekommen sind. Und dann geht's weiter, dann geht ihr raus und dann lauft ihr durch so einen kleinen Flur, würde ich sagen, vom Phantom Manor, bevor es dann in die richtige Attraktion geht mit den Fahrwägen. Es ist schon sehr dunkel, spooky. Also für Kinder, hat keine Mindestgröße, das muss man auch dazu sagen, das Phantom Manor. Aber es ist schon tatsächlich gruselig, dunkel, es blitzt immer mal wieder und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Kind da schon ein bisschen Angst hat. Und ich habe auch schon mal gesehen, dass das ein oder andere Kind dort geweint hat und nicht in die Attraktion rein wollte. Obwohl dann die Eltern dann immer das Kind immer so reinzwängen. Da denke ich mir immer, oh, das arme Kind, das ist in der Attraktion wird es auch nicht besser. Da gibt es Skelette und Dunkelheit und komische Geräusche. Es ist nicht, dass ihr erschreckt werdet. Also es ist nicht die typische Geisterbahn, wo ihr Jumpscares oder sowas habt, aber durch diese Dunkelheit, durch das Phantom, was zwischendurch da natürlich vorkommt, kann es schon ein bisschen gruselig sein. Naja, auf jeden Fall lauft ihr dann durch den Flur und da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr geradeaus durchläuft, gibt es ein großes Gemälde von Melanie in ihrem Brautkleid und wenn ihr mal genauer hinschaut oder ein Foto mit eurem Handy macht, mit Blitz, da dürft ihr mal den Blitz einschalten, dann seht ihr, dass das Phantom hinter ihr steht und das zieht sich durch die ganze Attraktion. Ihr fahrt immer mal wieder an Bildern von Melanie vorbei und ihr seht, okay, das Phantom steht wieder hinter ihr. Und es ist immer so, dass ihr Vater immer über sie wacht und nicht möchte, dass sie heiratet und sie sucht immer noch vergeblich ihren Ehemann.
Ja, und vielleicht fragt sie euch ja am Ende auch noch, ob ihr sie heiraten möchtet. Also das ist so eine kurze Geschichte zum Phantom Manor. Wie gesagt, Daniel hat das viel besser erklärt und Daniel ist da der Experte drin. Ich nehme das immer nur so ein bisschen auf und versuche das hier zu reproduzieren. Und es gibt noch eine andere Geschichte rund um das Thunder Mesa, aber dazu kommen wir dann später, wenn ich einen anderen Platz von meinem Lieblingsattraktionen erwähne. Genau. Also das war Platz Nummer 4, Phantom Manor im Frontierland. Kommen wir zu Platz Nummer 3 und das steht in den Walt Disney Studios, ist denn eigentlich die neueste Attraktion. Und zwar Web Adventure auf dem Avengers Campus. Ja, wie gesagt, relativ neue Attraktion, letztes Jahr eröffnet. Und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass die Attraktion so viel Spaß macht. Ich bin echt begeistert, ich fahre sehr, sehr gerne. Ich fahre sehr, sehr gerne diese Attraktion, aber die Wartezeiten da sind tatsächlich auch immer sehr, sehr lang. Manchmal tun wir uns an, morgens oder so kann man das sehr gut machen, wenn noch nicht so lange Wartezeit, aber so 70 bis, ich glaube, 100 Minuten kann man schon mit bei der Attraktion rechnen. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Also es hat auch keine Mindestgröße, ist ein richtig tolles Familienabenteuer. Und ihr helft im Prinzip Spider-Man, den Avengers Campus zu retten vor den Spider-Bots, die sich vervielfältigen. Und in der Attraktion lauft ihr erstmal natürlich durch die Warteschlange. Da seht ihr schon die Spider-Bots zwischendurch. Euch wird erklärt, so ein bisschen anhand der Bilder, was euch in der Attraktion erwartet. Ihr bekommt eine 3D-Brille und es gibt eine Pre-Show, da geht ihr dann erstmal rein und dann trefft ihr auf Peter Parker und der erklärt euch dann, was dann auf dem Avengers Campus eigentlich los ist und fragt dann die Hilfe von Spider-Man, der kommt dann auch noch kurz vorbei. Da müsst ihr mal schauen, wenn ihr kein Französisch könnt, dann, dass ihr relativ vorne steht, weil es gibt einen Untertitel, aber auf Englisch. Und wenn ihr wissen wollt, worum es geht und kein Französisch sprecht, dann geht ein bisschen weiter nach vorne, um den Untertitel lesen zu können, wenn ihr wenigstens Englisch lesen und sprechen könnt. Also nur so als Hinweis. Genau, also uns wird erklärt, was wir machen müssen. Wir retten mit Spider-Man zusammen den Avengers Campus vor den Spider-Bots, die sich auch schon in der Pre-Show vervielfältigen. Schaut dann mal oben an die Decke, wo sie überall langlaufen. Also es ist wirklich sehr, sehr detailgetreu. Also wirklich mega coole Details. Und dann geht's weiter in der Warteschlange, dann müsst ihr auch noch mal kurz warten, bevor es dann in diese mega coolen Wagen geht. Richtig cool gemacht. Und ihr sitzt dann zu viert in einer Reihe und ihr seid sozusagen ein Team. Also als Familie oder als Freunde ist es eine richtig coole Sache, denn ihr könnt zusammen den Highscore knacken. Und ihr braucht eigentlich nichts weiter außer die 3D-Brille und eure Hände oder Arme. Und wie es funktioniert, die Bewegung ist eigentlich so. Und damit schießt ihr die Spider-Bots ab. Es ist super anstrengend. Ich glaube, es gibt 4 oder 5 Leinwände, wo ihr also ganz schnell sein müsst. Und der Trick dabei ist, eine hohe Punktzahl zu erreichen, wenn ihr jetzt nicht diese extra Gadgets im Shop kauft, weil das gibt es auch. Da gibt es dann so extra Sachen, die ihr auf die Hand ziehen könnt und dann bekommt ihr doppelte Punktzahl. Kostet aber irgendwie 60 oder 70 Euro, das braucht ihr jetzt nicht. Und zwar, die Spider-Bots haben verschiedene Farben. Und die Farben, je nach Punktzahl, seht ihr unten auf dem Screen. Wenn ihr eure Punktzahl seht, dann seht ihr verschiedene Farben nach der ersten Wand, wie viele Punkte ihr in welcher Farbe bekommen habt. Und ich glaube, die goldenen sind die am wenigsten. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Da müsst ihr, wie gesagt, drauf gucken. Und die unterschiedlichen Farben haben unterschiedliche Punktzahlen. Und natürlich die mit der höchsten Punktzahl sind ein bisschen schwieriger zu erreichen als die mit der geringsten Punktzahl. Die sind dann direkt vorne und da könnt ihr ganz, ganz viele abschießen. Also nur so als Tipp, falls ihr das mal nicht bemerkt habt und eine hohe Punktzahl erreichen wollt. Ja, und dann fahrt ihr durch die 4, 5 Wände und versucht die Spider-Bots zu bekämpfen. Und vielleicht schafft ihr es ja am Ende mit Spider-Man zusammen, den Avengers Campus zu retten. Und wenn ihr aus der Attraktion rauskommt, seid ihr dann direkt im Shop, wo ihr theoretisch auch so ein Spider-Bot kaufen könnt, wenn ihr möchtet. Ich glaube für 70 oder 75 Euro. Schon eine coole Sache. Also eine rundum durchdachte Attraktion. Das war Nummer 3. Web Adventure auf dem Avengers Campus in den Walt Disney Studios. So, kommen wir zu Platz Nummer 2. Und dann gehen wir zurück in den Disneyland Park. Und zwar wieder ins Frontierland. Es ist der Big Thunder Mountain. Ja, der Big Thunder Mountain ist bei mir nicht Platz 1. Er ist bei mir Platz 2.
Und ja, er hat natürlich mit der Thematik zu tun von diesem ganzen Big Thunder Mesa, was ich eben schon erwähnt habe, mit dem Phantom Manor. Und zwar ist das ein Bergwerk, der Big Thunder Mountain, eine Goldmine. Und die gehörte dem Vater von Melanie Ravenswood. Und genau, deswegen war er relativ wohlhabend, weil er natürlich die Mine natürlich viel Geld eingebracht hat. Aber wie gesagt, genauere Story kann ich jetzt hier auch nicht wiedergeben, aber es hängt halt zusammen. Phantom Manor und Big Thunder Mountain. Und ja, gibt es eine Mindestgröße? Es gibt eine Mindestgröße und zwar 1,2 Meter. Oder für Kinder ab 6 Jahren ist die Attraktion geeignet. Und was passiert in der Attraktion? Das ist auch eine Achterbahn, aber eine relativ kinderfreundliche Achterbahn. Also hat kein Looping oder so. Und ihr fahrt relativ lang. Also die Fahrt ist wirklich sehr, sehr lang. Richtig schön. Ihr fahrt durch ein Bergwerk. Und die Attraktion ist so gebaut, wenn ihr seht das ja schon, wenn ihr ins Frontierland reinkommt, dass die Attraktion auf einer Insel steht. Also durch einen kleinen See, wo auch die Molly Brown durchfährt, ist die Attraktion sozusagen standalone auf dieser Insel. Und während der Fahrt, im Prinzip fahrt ihr einmal unter dem See durch und seid dann auf der Insel. Und dann am Ende seid ihr wieder dann zurück unter Wasser und dann seid ihr wieder auf dem Festland, würde ich mal sagen. Also das ist tatsächlich auch einzigartig fürs Disneyland Paris, dass der Big Thunder Mountain einfach auf einer Insel steht, glaube ich zumindest. Und macht wirklich Spaß. Es gibt Explosionen, es gibt Rauch, es gibt verschiedene Hidden Mickeys. Da müsst ihr auch mal drauf achten, wenn ihr so einen Berg hochfahrt und rechts kommt dann so ein Esel. Und wenn ihr dann links guckt, da ist dann so ein roter Hydrant. Und wenn ihr an diesem Hydranten vorbeifahrt, der ist so in der Wand, dann ist da noch rechts und links so ein Kreis. Das ist zum Beispiel ein Hidden Mickey. Und man hat natürlich einen tollen Ausblick auf das Phantom Manor, auf das Schloss, auf die Molly Brown. Und vor allem abends ist es richtig schön. Und vielleicht habt ihr Glück, ihr fahrt sogar den Big Thunder Mountain während des Feuerwerks. Das ist auch tatsächlich ein besonderes Erlebnis, wunderschön anzusehen. Ja, das ist so zu viel zum Big Thunder Mountain. Kann man immer wieder fahren, natürlich auch mal sehr beliebt, sehr lange Wartezeiten, aber lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr im Disneyland Paris seid. Ja, das war Platz Nummer 2, der Big Thunder Mountain im Frontierland. So, und Platz Nummer 1. Na, was denkt ihr, was ist es für mich? Gehen wir zurück in die Walt Disney Studios. Es ist für mich der Tower of Terror. Für mich die wirklich Lieblingsattraktion, die fahre ich super, super gerne. Und ja, dafür warte ich auch gerne mal 30 oder 40 Minuten, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Was ist der Tower of Terror? Erstmal, wie gesagt, steht er in den Walt Disney Studios. Wenn ihr durch Studio 1 lauft, durch diese große Halle, geht ihr raus und dann seht ihr eigentlich schon den Tower of Terror. Es ist eine Freefall Tower, aber nicht so, wie ihr den sonst kennen würdet. Da ist wieder die Thematisierung von vorne bis hinten durch Disney durchdacht. Und es ist eine fiktive Geschichte über ein Hotel aus dem Jahre um 1930. Das Hotel wurde in den 1930er Jahren dann geschlossen, denn dort ist was Mysteriöses passiert, ja. 5 Gäste sind während einer Fahrt in einem Aufzug nach unten leider verschwunden. Nie wieder aufgetaucht, diese 5 Gäste, und deswegen wurde das Hotel geschlossen. Und dementsprechend sieht es auch so aus. Also wie gesagt, die Thematisierung exzellent, wenn ihr schon in der Warteschlange steht. Es sieht aus wie in den 1930er Jahren, aber überall Spinnweben und verstaubt und verwelkte Pflanzen. Also es sieht wirklich aus, als hätte da jahrzehntelang keiner mehr geputzt. Und ich glaube, das muss auch keiner im Tower of Terror. Weiß ich nicht, wie das da so gemacht wird. Aber es sieht echt authentisch aus. Es sieht mega schön aus. Und wenn ihr dann drin seid, gibt es erstmal eine Pre-Show in der Bibliothek. Und vorab, es kann auch wieder sehr gruselig sein. Also der Big Thunder Mountain ist für Kinder ab 9 Jahren geeignet oder von einer Mindestgröße von 1,2 Meter. Ich bin jetzt nicht so in dem Kinder-Business drin, wann ein Kind 1,2 Meter ist. Deswegen glaube ich eher, würde ich schon sagen, ab 9 Jahren. Weil es ist tatsächlich gruseliger als das Phantom Manor. Vielleicht jetzt nicht im Anstehbereich und in der Pre-Show, aber später in der Fahrt selbst und in der späteren Warteschlange kann es schon sehr gruselig sein. Also wie gesagt, es gibt erstmal eine Pre-Show in der Bibliothek. Dort bekommt ihr ein kleines Filmchen gezeigt, was dann eigentlich in diesem Hotel passiert ist. Dann seht ihr die Story, dass diese 5 Menschen im Aufzug in dieses Hotel besucht haben, im Aufzug dann leider verschwunden sind. Dann geht ihr weiter und ihr kommt, ich würde sagen, Backstage ist es nicht, wie heißt es denn im Hotel? So eine Art Lagerraum.
Also da sind so Rohre und es ist relativ dunkel und die Atmosphäre ist wieder mega gut, das Licht ist gedämmt. Und dann wartet ihr, bis ihr dann den Aufzug besteigen dürft, den sogenannten Aufzug. Und ihr sitzt zu viert, vorne ist es, also es gibt Dreiersitze und Vierersitze, soweit ich mich erinnern kann. Wie die Reihe jetzt genau, ich glaube, vorne sind es Dreier und hintere Vierer, aber ich bin jetzt auch wieder nicht genau im Bilde. Und dann steigt ihr ein in diesen Aufzug. Wie gesagt, ihr nehmt wieder alles mit, Ohren absetzen. Und ihr werdet gesichert nur durch einen Sicherheitsgurt. Also wie im Auto, aber nur halt unten über die Beine. Dann denkt ihr, oh Gott, Freefall Tower, ein Sicherheitsgurt. Aber es passiert nichts, es ist super sicher, also keine Sorge davor. Wie gesagt, es kann gruselig werden während der Fahrt. Also ihr seid dann in diesem Aufzug drin, es wird dunkel, dann fahrt ihr verschiedene Stationen ab, wo ihr dann auch nochmal eine Geschichte erzählt bekommt, wo eventuell ein kleiner Geist auf euch wartet und euch gruselige Sachen ins Ohr flüstert. Deswegen, das kann sehr gruselig sein für Kinder und man fällt halt tatsächlich auch 13 Stockwerke runter. Und es gibt eine Station, wo man eine richtig schöne Aussicht auf die Walt Disney Studios hat. Also das lohnt sich tatsächlich auch. Und ich liebe es, ich fahre die Attraktion jedes Mal super gerne. Es gibt tatsächlich drei verschiedene Aufzüge mit einer bisschen anderen Story. Also es ist immer ein kleines Mädchen dabei, was ein Geist ist. Aber die Story ist immer ein bisschen umgewandelter. Es gibt einen Aufzug, der hat mehr Drops. Der andere ist ein bisschen spookiger. Also ja, jeder einzelne Aufzug ist dann nochmal ein bisschen anders und macht die Attraktion tatsächlich dann auch noch ein bisschen variabler und nicht so langweilig, obwohl es für mich irgendwie nie langweilig wird. Der Tower of Terror fahre ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Es gibt auch ein Foto und irgendwie bin ich da immer am Grinsen und am Lachen und ja. I love it. Also das war Platz Nummer 1 für mich, der Tower of Terror in den Walt Disney Studios. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Eindruck dazu bekommen, was euch in den Attraktionen so ein bisschen erwartet und was meine Top 5 sind. Wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was eure Top 5 Attraktionen sind und was ich demnächst dann halt als Top 5 Top 5 Video produzieren soll. Ich glaube, die Reihe gefällt mir auch ganz gut, würde ich weiter fortführen wollen. Wenn ihr keine Ideen habt, dann lasst mir halt selbst was einfallen. Aber vielleicht habt ihr ja Wünsche. Genau, also das war's. Das waren meine Top 5 Attraktionen im Disneyland Paris. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.